So, setzt ihr euch mal in Bewegung. Könnt ihr angreifen? Nein. Nächste Runde erst. Na gut. Na, 13 Schaden. Ja, ist klar. Ist ja sein Gespenst, sein Feuerelement. Das natürlich alles andere locker schlagen kann. Umlenken. Ist klar. Kennen wir ja schon. Mal recken und strecken. Aber ich sehe, unsere Mana-Kammer ist gut gefüllt. Okay, der scheint gar nicht so stark zu sein. Guck mal, wie schnell er sich zurückzieht. Ja, 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 ja. Die Forschung am neuen Zauber. Wie schnell er sich auf einmal zurückziehen kann. Schon erstaunlich, ne? Stolz und bereit. Freundchen. Wie schnell du dich auf einmal zurückziehen kannst. Bogenschützen! Okay, 7 Schaden. 5 Schaden. Ja, ja, doch. Kann man durchaus mitarbeiten. Ui. Gut, dann können wir jetzt alle runter. Und wir haben den Vulkanspruch. Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt... holen wir uns das. Was machen wir jetzt? Gehöft wäre, glaube ich, nochmal nicht schlecht. Damit hat sich das Vieh erledigt. 230 Mana kriegen wir dafür. Na dann. Die erholen sich. Der haust drauf. 5 Schaden. Schnell er sich die zurückgezogen hat direkt, ne? Schon in, sehr interessant, ja, doch. Zwölf zu vier, kann man mitarbeiten. Ja, Angriff! 1 zu 14, Alter. Okay. Nächste Runde ist die Seeschlange erledigt. 3 Schaden, Bogenschützen. Auch wenn ihr geschwächt seid. Ihr kriegt nochmal eine kleine, hätte ich vorher machen können. Ich weiß, mache ich jetzt aber danach. Dann können sie nämlich direkt weiter kämpfen. So, und die kümmern sich gleich um den Oger. Erste Hilfe, genau. So, nun kannst du dann nochmal darauf gehen. Dann nimmst du das nämlich auch schon mal mit. Danke. Scheint eine recht große Stadt zu sein, die da steht. Aber, Freunde, ich muss echt sagen, das Spiel macht Spaß. Mehr Spaß als das vorherige Spiel. Das war ja echt... 9 Schaden, okay. Ja, du magst meine Festung nicht. Ich merke das schon. Die werde ich aber auch gleich mal reparieren. Sofern ich das noch kann. 1 Schaden, wow. Wie gesagt, wenn ich das gleich noch kann, würde ich sie gerne noch reparieren, die Festung. Wir haben ja den Zauber dafür, das ist ja das Schöne. Nicht, dass sie mir gleich noch zu Bruch geht. Ihr habt eine neue Anfrage erhalten. Eine neue Anfrage, gucke ich mir gleich mal an. Erstmal gibt's für Knochenberg auf die Nuss. Du kriegst erstmal eine Heilung. Bogenschützen. Bogenschützen. Und Beförderung. Geil.
Na. Los, Lanzenträger. Gibt ihnen den Rest. Ja. Erledigt. So, die sind kein Problem. Gibt's aber gleich nochmal eine Beförderung für. Alter. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist dieses Zwergendorf, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist ein Zwergendorf. Friedhof, Höllenportal. Ah, ja. Sehr interessant. Was hier so alles steht. Der kriegt erstmal eine Heilung nochmal. Die kommen nicht weiter. Die leider auch nicht. Jetzt höre ich übrigens auch die Musik wieder. Wieso bist du auf mein Territorium, sag mal? Finde ich aber nicht sehr nett von dir. Markt. Hylia-Tempel. Immer wollen die gleich Tempel haben. Ist ja furchtbar. So, Kraft der Scharfschützen. Ja, da, das werden wir nämlich nicht machen. Sondern schön mit dem Schiff. Kriegt das nämlich noch ein bisschen Erfahrung. So, damit hat sich der Fall nämlich schon mal erledigt. Ja, eine dritte Seeschlange, natürlich. Alles klar. So, die Festung kriegt jetzt erstmal einen Powerschub. Und die Schützen einmal ein Training mit dem mit der Seeschlange. Das war's für die. Attacke! Ho, 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 ho. 22 Schaden haben die einfach mal gemacht. Ho, 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 ho. Okay, das ist heftig. Geh schon! Jo, der ist damit auch down. Und der kriegt eine Beförderung. 345 Mana. Geil. Feuer, Ziele. Kritischer Schaden. 7 Punkte. Nehme ich das erstmal. Oh! Was haben wir denn hier? Ein Leviathan. Der schwimmt doch bestimmt nicht ohne Grund hier rum. Und da ist noch einer. Tümpel des Leviathan. Sagt er, der schwimmt nicht, bestimmt nicht ohne Grund hier rum. Einmal Heilung. Ihr kehrt zurück nach Kaltknochen und Zug beenden. Ah, so langsam kommen wir aber tatsächlich besser zurück mit den Feuerelementen. Das hätte ich jetzt... Ach du Scheiße. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Die waren vorher aber nicht da. Viele Skelette sind hier unterwegs. Oh, die sind beide anscheinend. Oh, okay. Ich merke schon, die Seeschlangen mögen die Festung nicht. Gratulation, ihr habt erfolgreich einen neuen Zauber erfolgt. Das ist doch schön. So, erstmal Heilung. Feuer. 13 Schaden. Allsicht. Was können wir denn jetzt erforschen? Erdelementar. Ja, nehmen wir mit. Erdelementar klingt gut. Mal gucken, was das so drauf hat. Markt. Erstmal ein Markt. So, wie sieht's hier? Oh, Silbermine. Oder Laboratorium. Ich weiß nicht, ob ich das... Habe ich das Laboratorium... Ich weiß es nicht. Habe ich das Laboratorium schon oder habe ich es noch nicht? Ich sage jetzt einfach mal... Ich habe es noch nicht, so. Sehr schön. Scharfschütze. Nochmal einen obendrauf. Sehr schön. 7 Punkte Schaden. Darfst du angreifen? Du darfst angreifen. Dann greif an. Da ergreift er die Flucht.
350 in Levitation oder... Moment. Ich habe das jetzt so schnell weggedrückt, ich konnte das jetzt gar nicht lesen. War das jetzt Levitation oder was war das jetzt? Alle Zauber. Müsste ja alphabetisch sortiert sein. Nee, ist es nicht. Schrecken der Nacht. Okay. Ich habe irgendwas mit L erhalten dazu. Da, Levitation. Macht eine Einheit flugfähig. Aha. Okay. Und die Vampire sind fertig. Na, könnt ihr die angreifen? Sie werden büßen. Ja, sie werden büßen. Werden sie das? Ich würde fast vermuten, wenn wir die Universität bauen, dass wir dann früher oder später, beziehungsweise dass die Weiterentwicklung der Vampire, dass wir die durch... Nein. Ich will jetzt gerade kurz mal gucken. Entschuldigung. Ja, das habe ich mir gedacht. Militärakademie. Habe ich mir gedacht. Dadurch kriegen wir dann also die Dings. Alles klar. Die Ahnen. Zum Schießen auf irgendwas. Vergiftete Spitzen. Rekrutierung, habe ich gesehen. Hafen, Mannerfalle, Gehöft. Alchemielabor. 16 Einheiten können wir noch befehligen. Okay, ich glaube, das hat schon mal ganz gut geklappt. Die ziehen sich sogar direkt zurück. Greift ruhig die Stadt an. 19 zu 1, ey, Alter, krass. Ihr stellt euch bitte mal aufs Portal auf. Nein, ihr geht nicht durch, ihr bleibt schön da. Ich will nämlich nicht, dass da irgendwas wie hier durchkommt. Das muss nämlich nicht sein. Okay, die haben ein bisschen auf die Nuss gekriegt. Ja, das habe ich mir gedacht. Das sind tatsächlich Veteranen, mit denen wir es zu tun haben. Okay, das wollte ich nämlich mal wissen. Wiederaufbau. Zack. Du hast so schwer auf die Fresse gekriegt. Ziehe ich mal zurück. Warten. Ja, einmal regenerieren. Vorwärts! Attacke! Können wir eigentlich den Lebenssiedler immer noch nicht bauen, sag mal? Nee, den können wir immer noch nicht bauen. Ist ja unglaublich. Ich dachte, den könnten wir jetzt mittlerweile mal bauen, aber immer noch nicht. Oh nein! Woher kommt der denn jetzt plötzlich? Och nö! Woher ist der denn jetzt plötzlich hergekommen? Oh, scheiße. Hat er sich da ein großes Feuerelement hingesetzt? Ja, super. Ich war gerade mal froh, dass ich die los war. Jetzt kommt gleich wieder einer, ey. Oh, Mann. Ey, diese Einheit, dass man die nicht rausnehmen kann, ey, ehrlich. Das ist so eine scheiß Einheit. Na, ich dachte, na. Oh, gerade noch so. Wir müssen das Feuerelement weghauen. Wir müssen es weghauen, sonst haut es uns weg. Na, sollten die Vampire und die Bogenschützen aber schaffen. Also wenn sie die nicht klein kriegen, dann weiß ich auch nicht. Die dritte hat schon die Flucht ergriffen. Aber Freunde, was wir auch gleich machen, ist Sessionende. Denn es ist gleich soweit. Tatsächlich. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. So, weg damit.
ich wollte gerade sagen, die können wahrscheinlich nicht schießen. Jawohl, Herr. Feuer! Noch nicht ganz. Doch, ist weg. Erste Batterie, Feuer! Und die verfolgen uns auch noch. Na super. Haut ab! Caravellus. Weg da. Wo willst du denn hin, sag mal? Jetzt nirgends mehr. Die sind endlich mal wieder fit. Die können wieder raus. Ich muss sie in Sicherheit bringen, die Jungs. Sonst werden die vernichtet. Wächter von Hellebardan. Sag ja, ich muss euch wegbringen, sonst werdet ihr vernichtet. Entweder wegbringen oder heilen. Das ist die Frage. Was wäre jetzt besser? Ich heile sie. Wenn sie draufgehen, dann ist es halt so. Wenn sie am Leben bleiben, wäre es umso schöner. Hellebardenträger. Ihr werdet nichts machen. So, wir bauen nochmal einen Aushub. Das beschleunigt nochmal unsere Forschung, hätte ich jetzt gesagt. Ne, nicht Münze. Ich wollte jetzt ganz gerne erstmal ein Gehöft hier bauen. Genau, damit ich nämlich die ganzen Betriebe wieder nach und nach in Betrieb nehmen kann. Für Nahrung. Apropos Nahrung. Gehöft. Sehr schön. Alter, 21 Punkte Schaden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Vampire. Nicht schlecht. Gegen die Meeresungeheuer echt zu gebrauchen. So, schwächt nochmal das Feuerelement weiter. Warten. Du kannst mal ein bisschen durch die Gegend rauschen. Wenn du vernichtet wirst, dann ist es halt so. Bist entbehrlich. So, und dann nochmal hier runter. Gut. Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, da wir die 2 Stunden anscheinend fast voll haben, noch nicht ganz, aber fast, würde ich sagen, beende ich jetzt an dieser Stelle die Aufnahmesession. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und beim nächsten Mal fahren wir dann fort. Vielleicht werden wir dann beim nächsten Mal schon den nächsten Krieg einläuten. Man weiß es nicht. Man sieht schon hier Verhältnis zu dem minus 12. Also ihr wisst Bescheid. Sorry. Wir können also fast davon ausgehen, dass wir bald den nächsten Krieg haben werden. Und dann haben wir die Hälfte schon aller großen Leute vernichtet. Tatsächlich interessant. Königlich, minus 22, 32, 27, minus 9. Okay, interessant. Interessant, gut Freunde, wir sehen uns dann. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund vor allen Dingen, ganz wichtig. Tschüss.